All Might ist nun offiziell für Jump Force angekündigt worden, zu der Überraschung von niemandem. Denn falls ihr es noch nicht gesehen habt, mache ich hier so ein bisschen Eigenwerbung für den eigenen Video, denn ich habe schon ein Video gemacht, wo alle neuen kommenden DLC-Charaktere von Jump Force genau erklärt werden, denn Dataminer haben es schon längst rausgefunden. Nichtsdestotrotz, All Might wird der zweite Charakter sein von dem DLC-Pack, der im Mai kommen wird. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann im Mai. Der erste ist Kaiba, der zweite ist All Might und ein dritter, der sehr wahrscheinlich Toshiro oder Biscuit sein werden. In diesem Video sprechen wir ein bisschen über ein Moveset der einzelnen Charaktere, denn durch Dataminer kennen wir die auch schon. Ein bisschen über Kaiba, da ich es noch nicht bis jetzt hier gecovert hatte und im Allgemeinen, wer tatsächlich der dritte Charakter sein könnte. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Jump Force. Und ja, ich persönlich muss sagen, ich spiele es aktuell nicht wirklich aktiv. Nichtsdestotrotz, wenn die jetzt hier rauskommt, werde ich es mir anschauen. Und gerade Leute wie ich, die den Pass gekauft haben für die Charaktere, die können sich die Charaktere sogar eine Woche früher anschauen. Das bedeutet, ich kann euch rechtzeitig zeigen, wie gut sind die Charaktere, lohnt es sich die DLCs zu kaufen oder nicht. Ich habe ein bisschen Sorge davor, vor diesen Jump Force DLCs, denn die werden wahrscheinlich ein bisschen overpowered sein, die Charaktere. Was bei DLCs teilweise wirklich Praktike ist, damit die Leute eben diese DLCs kaufen. Nichtsdestotrotz gehen wir ein bisschen der Reihe nach durch. Kaiba wurde ja bereits offiziell bestätigt als erster Charakter des kommenden DLC-Packs und ein DLC-Pack besteht immer aus drei Charakteren bei Jump Force. Und von Kaiba haben wir so einen kleinen Trailer gesehen, den könnt ihr auf YouTube suchen, ist aber nur knapp 20 Sekunden lang, zeigt nicht wirklich viel. Wir wissen aber, welche Attacken er mit am Start hat. Er sieht sehr ähnlich aus wie Yugi, natürlich ein bisschen größer, aber von den Attacken her ist es ungefähr dasselbe. Er hat den weißen Drachen mit eiskaltem Blick mit am Start, womit er angreift, also ähnlich wie Yugi mit seinem schwarzen Magier. Dann hat er zwei Effektkarten, die auch sehr ähnlich sind wie Yugis, die scheinen aber deutlich mehr Fläche abzudecken. Bedeutet, ich glaube, er wird ein bisschen stärker sein wie Yugi und seine Ultimate ist der Obelisk. Yu-Gi-Oh!-Fans kennen das natürlich. Sonst, ich muss sagen, Kaiba sieht für mich so okay aus. Ich persönlich bin auch kein großer Yugi-Fan in Jump Force. Also ist Kaiba für mich so nice to have. Jetzt ist aber der zweite offizielle Charakter angekündigt und zwar All Might. All Might wird der zweite Charakter in dem Pack sein und dank Sergio M3, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, einen Namensvetter von mir und auch einen Landsmann von mir, wenn ich mich nicht irre, also Portugiese, wissen wir auch schon, welchen Moveset All Might mit am Start hat. Denn gerade als der letzte große Patch gekommen ist, das ist aber schon ein Weilchen her, ich glaube es war 1.4 oder ähnliches, wurden ja Daten schon ins Spiel reingebracht und zwar Movesets und auch die Superattacken von All Might. Es ist zwar noch kein Modell da, keine Effekte und kein Sound, aber er konnte uns in seinem Video schon die ganzen Kombos von All Might anzeigen und auch die Superattacken. All Might sieht von den Screenshots her aus ganz okay, bisschen sehr plastisch, muss ich sagen. Ich persönlich finde, das passt nicht ganz zu ihm, aber Deku gefällt mir in dem Spiel auch vom Aussehen her nicht. Es gibt welche, da passt es ein bisschen besser. Bei Deku sind es, glaube ich, diese riesigen Augen, die einfach nicht zu diesem Style passen. Nichtsdestotrotz wird All Might ein reiner Nahkämpfer sein. Wie gesagt, im Hintergrund werdet ihr ein bisschen was von den Movesets her sehen, das heißt von seinen Kombos. Und er haut richtig gut rein, das kennen wir, so erwarten wir All Might. Und er spielt sich wohl ein bisschen anders wie Deku. Ich hoffe besser, weil Deku meiner Meinung nach kein besonders guter Charakter in Jump Force ist. Seine erste Ulti ist so ein kräftiger Schlag aus nächster Nähe, das kennen wir auch ein bisschen vom Delaware Smash, glaube ich, war das von Deku. Dann hat er als zweiter, oder seine erste Spezialattacke, dann hat er noch so einen Rush-Schlag, ähnlich wie den, den er bei My Hero One Justice macht. Das heißt, wo er so in eine Pose geht wie ein Superman oder als würde er fliegen mit den Armen, damit endet er diese Attacke. Und dann hat er als dritte Spezialattacke noch einen Roulette-Wurf. Das scheint nur ein Wurf zu sein aus nächster Nähe, wo er den Gegner nimmt, sich unglaublich oft im eigenen, um die eigene Achse spinnt und den dann wegwirft. Als Ultimate hat er Gott sei Dank den United States of Smash mit am Start, was er damals gegen All for One gemacht hat. Finde ich richtig cool. Wirkt natürlich hier nicht so, weil Moveset von ihm und alles ist über Togolo gesetzt. Nichtsdestotrotz, wenn die ganzen Effekte und der Sound mit am Start ist, glaube ich schon, dass es relativ cool aussehen wird. Ich muss sagen, All Might gefällt mir von dem, was ich bis jetzt an Screenshots sehen konnte und dank Sergio M3 auch von seinem Gameplay her. Deutlich besser wie Kaiba, werden eher ein Kämpfer, wo ich sagen würde, ja, das könnte mir persönlich vielleicht ein bisschen gefallen. Und dann gibt es noch den dritten Charakter. Und bei dem dritten Charakter ist jetzt aktuell die Frage, wird es Toshiro sein von Bleach oder wird es Biscuit sein? Wir wissen es nicht ganz genau. Warum? Von den Daten her sind beide ungefähr auf dem gleichen Stand, was vorhanden ist. Also, fangen wir erstmal mit Toshiro an.
Toshiro ist schon dort, also wie gehabt, Daten, sein Modell noch nicht und ähnliches. Und so wie es aussieht, laut den Daten, wird Toshiro in seiner jugendlichen Form sein. Das heißt, als Kind. Und wir wissen, wer den letzten Arc von Bleach noch nicht gelesen hat, ist nicht wirklich ein Spoiler. Aber sagen wir mal, dass Toshiro eine Art Erwachsenenform hat. Diese Form wird eventuell sein Awakening sein, das wird aber aus den Daten nicht wirklich klar. Auf jeden Fall seine Standardform wird die kleine sein, denn Sergio hat hier Yusuke über den Toshiro oder Toshiros Daten über Yusuke gepackt und sein Modell ist deutlich kleiner geworden. Das ist so ein Anzeichen dafür. Dann sind nur die Animationen der Kombos schon im Spiel. Bedeutet, man konnte sehen, wie so ein Kombopfad aussehen würde, aber seine Attacken treffen nicht. Das liegt aber sehr wahrscheinlich daran, dass Toshiro mit einem Schwert kämpft und dieses Schwert einfach bei Yusuke als Modell nicht vorhanden ist und deswegen können die Attacken wahrscheinlich nicht treffen und Superattacken waren noch überhaupt keine da. Also wirklich so ein paar Rohdaten. Ich muss sagen, ich konnte nicht viel sehen davon. Ich würde mir wünschen, dass Toshiro zuerst kommt, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, dass es jemand anders wird. Und zwar Biscuit von Hunter x Hunter. Mit Biscuit von Hunter x Hunter kann ich relativ wenig anfangen. Soweit bin ich in den Anime einfach noch nicht, aber ich weiß, dass sie daherkommt. Und bei ihr sind die Daten, die vorhanden sind, genauso die gleichen wie bei Toshiro. Bedeutet, die Animationen für die Kombos sind da. Sie kann diese Kombos auch schon treffen, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie auch eine Nahkämpferin ist und kein Schwert hat. Aber es sind keine Superdaten da. Was aber definitiv da ist, ist ein Erwachenstatus. Bedeutet, Biscuit wird wahrscheinlich ihre Muskelform haben. Bedeutet, wenn ihr in den Erwachenstatus geht, dass sie in diese Form geht. Ich meine aber, wenn ich mich nicht irre, im Anime bleibt sie nicht in dieser Form. Also gehe ich davon aus, dass es hier auch ähnlich ist wie bei anderen. Bei Verwandlungen ist es im Normalfall, dass sie in dieser Form bleiben. Ich weiß nicht, ob Biscuit dann halt in ihrer Muskelform bleiben wird oder nicht. Auf jeden Fall, die wird sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit am Start haben. Da ich mit Biscuit nicht so viel anfangen kann, würde ich mir natürlich mehr Toshiro wünschen, aber ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ja, und zusammenfassend muss ich sagen, wenn diese drei Charaktere reinkommen, finde ich es schon relativ interessant. Wir haben einen Charakter aus Yu-Gi-Oh!, was ja jetzt nicht so die Riesen-Franchise mehr ist. Wir haben einen Charakter aus My Hero, was sich sehr viele gewünscht haben, weil Deku nun mal ganz alleine im Roster ist. Und dann haben wir noch einen Charakter aus Hunter x Hunter, was mich ein bisschen wundert, weil wir ja schon vier Charaktere aus dieser Franchise haben. Aber es ist keiner von den Big Three. Das bedeutet, es ist keiner von Dragon Ball, es ist keiner von One Piece und es ist auch keiner von Naruto. Das wäre schon ganz cool. Es könnte einer von Bleach sein, was mich natürlich sehr freuen würde. Da hätten wir aber auch 5 Bleach-Charaktere. Wäre aber ähnlich wie Hunter x Hunter. Bedeutet, da bin ich sehr gespannt, wie sie sich entscheiden. Wie anfangs erwähnt, ich werde diesen DLC, genauso wie alle anderen, die den Charakterpack gekauft haben, den werde ich vorab spielen können. Es gibt eine Woche Early Access für Leute, die diesen Pack haben. Das heißt für euch, diejenigen, die sich sagen, ich würde schon gerne wieder spätestens zum DLC bei Jump Force reinschauen, aber ich weiß nicht, ob die Charaktere es wert sind, wartet ruhig bis dahin. Sobald die DLCs verfügbar werden, werde ich wirklich eine hohe Priorität haben, diese Charaktere auszutesten, euch vorzustellen, damit ihr dann entscheiden könnt, ob sie euch euer Geld wert sind oder vielleicht auch nicht. In diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare und Meinungen von diesen vier Charakteren. Welche drei hättet ihr am liebsten? Und ist es für den ein oder anderen von euch, der aktuell gar kein Jump Force mehr spielt, ein Grund fürs Spiel zurückzukommen? Es wird ja auch noch ein paar andere Sachen geben, wie Events und ähnliches. Ich habe schon ein ganzes Video dazu gemacht, warum ich es aktuell nicht spiele und ich hoffe, dass sie mehr als nur Charaktere bringen. Nichtsdestotrotz, zum DLC werde ich definitiv zurückgehen und mir das Ganze anschauen. In diesem Sinne freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder eine von meinen Videos in der Jump Force Playlist anschauen und mich selbstverständlich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.